Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, hier wieder für die Freunde von Battletech und ich sag mal, guter Strategie oder auch ein bisschen Untermalung beim Figuren bemalen oder beim Basteln oder so. Und ja, wir springen einfach mal direkt rein. Beim letzten Mal habe ich ja so ein bisschen Hickhack gemacht bei den Missionen, also dass ich mit dem Ruf so, wenn ihr euch erinnert, auf dem einen Planeten da, war zuerst ein Flashpoint und dann konnten wir da noch Missionen sowohl fürs Draconis-Kombinat als auch für Haus Davion machen. Bei Davion bin ich ja im Ruf total hoch und bei Draconis irgendwie so freundlich oder sowas. Und ja, ich muss gucken, ich kann halt nicht zu viel Missionen von dem einen machen, weil ich nämlich sonst im Ruf sinke und die anderen nicht mehr zur Verfügung habe und so weiter. Aber wir hatten ja herausgefunden, oder ich hatte ja herausgefunden, dass ich genau so einen Hickhack hier machen kann. Zum einen ist die eine Mission, nee, nicht die, sondern eine von den Davion-Missionen geht sowieso gegen die Kapellaner, was ja scheißegal ist, deswegen starten wir damit, denke ich, auch gleich. Und bei den anderen kann ich ein ganz gutes Balancing kriegen. Also hier kriege ich jetzt erstmal quasi wieder mehr Ruf bei den Federated Suns und dann könnte ich wieder hier die Draconis-Mission machen, womit ich dann da wieder ein bisschen runtergehe, aber immer noch auf Friendly oder auf Hero oder sowas bleib. Ich glaube Friendly bin ich bei denen, ne? Honored, okay, und hier bin ich Friendly. Und dann könnte man zum Abschluss dann noch eine da machen und dann hier zu dem nächsten Planet fliegen, diese mega fette 5-Sterne-Mission da machen. Ja, das alles ist guter Plan, nur ich muss gucken, wie das mit meinen Max aussieht. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noch zur Verfügung. Der hier ist noch nicht fertig. Allerdings muss ich auch sagen, hier, wir können mal den Highlander nach oben schieben und den Marauder. Von den 8 Max, die sind ja so mittelgeil, manche davon. Aber wir machen das einfach mal so. Jetzt haben wir nämlich die Fetten alle oben. Und fangen einfach erstmal an. Vielleicht muss ich dann ein bisschen springen. Also, dass ich irgendwie ein, zwei Tage quasi vorspule oder so. Aber wir machen das jetzt erstmal so. Und zwar starten wir mit einer 4-Sterne-Mission. Also schon eine recht hohe Schwierigkeit. Schlechte Umgebung. Also ordentlich, wie heißt es, Hitze. Ja, und wir gehen natürlich auf Maximum Salvage, so wie ich das immer gerne mache. Und gucken mal, was wir einsetzen können. Die Banshee ist leider beschädigt, deswegen muss ich mal gucken, was ich einsetze. Da das eine hohe Schwierigkeit ist, versuche ich die stärksten Max einzusetzen, die ich gerade zur Verfügung habe. Der Highlander ist definitiv dabei. Den Grasshopper nehmen wir mit. Der Zeus ist okay, hat aber Hitzeprobleme. So, und nee, ich werde den Jägermech gegen den Battlemaster austauschen. Und dann ist das soweit okay. Das ist jetzt... Also gucken wir mal, hoffen wir mal, dass nicht zu viel irgendwie beschädigt wird oder sowas. Und wichtig ist, dass ich bei den Piloten jetzt wieder die dabei habe, die auf jeden Fall hier diesen Coolant Vent einsetzen können. Vor allem beim Zeus ist das wichtig, aber generell in diesem Biom ist das wichtig, denke ich. Ja, und deswegen nehmen wir doch mal den. Von den Stats sind die alle inzwischen ganz gut. Hier der ein oder andere ist noch nicht komplett 10, aber insgesamt sieht das schon gut aus. So, und hier habe ich zum Glück noch einen, der das auch kann. Ah ja, und er hat ja auch High Spirits, denn wir hatten ja so ein Event da beim letzten Mal und er darf jetzt immer Sterne gucken vom Low-G-Pool aus. Und da ist er glücklich mit und deswegen ist er gut motiviert. Okay, alle haben dieses Heat Dissipation. Die können alle Beschuss aufteilen, er nicht. Dann sollten wir den vielleicht woanders reinsetzen, weil der Zoo... Ach, wobei, ist eigentlich völlig Latte. Wir starten einfach direkt so. Ihr seht hier, 325 Tonnen Drop-Tonnage. Das sollte eigentlich ja irgendwie alles machbar sein. Aber wer weiß, ne? Wir müssen eine Basis zerstören. Also das ist hier die Mission. Und ja, mal gucken, was da so kommt. Alle Mechs, die ich jetzt für diesen Einsatz ausgewählt habe, sind ziemlich robust. Also ich panzer ja eh immer gerne noch auf, wo es geht. Allerdings zum Beispiel ein Grasshopper und Battlemaster, die haben schon ganz gute Panzerung, aber ich habe trotzdem in der Regel immer noch ein bisschen was draufgepackt. Zeus habe ich aufgepanzert, deswegen, also der hat eigentlich von der Bewaffnung, die er jetzt hat, mit dem Standard nicht mehr viel zu tun. Und, ja, wir gucken einfach mal. So, ich soll Structures, also ich soll drei Dinger hier kaputt machen. Und hier ist noch eine Garrison Force, also so die Bewacher. Wenn ich jetzt hier direkt zu der Basis gehe, hier rechts, dann werden die mir wahrscheinlich hier in den Rücken fallen. Also, ich weiß auch nicht, ob ich hier wirklich rüberballern kann. Wenn alle springen könnten, könnte ich hier hin und dann hier hinten drüber eben die Gebäude und wieder weg. Aber können nicht alle, deswegen gehen wir doch erstmal direkt zu dieser Garrison Force da. Und geben denen einfach mal einen mit, würde ich sagen. Ne?
Katapult C4, das ist LSR, also alle Katapulte haben LSR, bis auf das K2, aber das ist halt der Spezialist, also der wirklich nur LSR 20 hat, was echt fett ist. Ich mag dieses Katapult. Ja, aber das sollte natürlich weg. Hier haben wir einen Davion Marauder, weil Marek spielt gerne mit Davion Maraudern oder was. Und einen 80-Tonner. Gut, gucken wir mal. Sinnvoll wäre es, erst aufs Katapult zu gehen. Der hat hier leichte Deckung, er noch nicht. Ich mache erstmal Reserve und warte ab, was er macht. Okay, er bleibt einfach stehen und schießt. Das heißt, es ändert sich nichts, er bleibt in diesem Wald. Ja, ist... Ah, nee, oh, okay, ist ein Ace-Pilot, das heißt, er kann sich bewegen. Da steht es auch, nachdem er geschossen hat. Okay, jetzt ist er so weit weg, dann gehen wir wohl zuerst auf den Marauder. So, nur mal gucken, wen ich wohin bewege. Der Zeus geht auf jeden Fall einfach mal nach vorne. Moving out. Alle Waffen. Los geht's. Sehr schön. 80-Tonner hat einen Sensor-Lock gemacht. Könnte auch ein Zeus sein. Kann aber auch ein Victor sein. So, hier haben wir den Grasshopper. Der soll vor allem ran, damit ich die MGs auch einsetzen kann. Komme ich mit dem Jump schon ran? Jawohl. Die könnten mich zwar sehen, ist aber nicht so schlimm. Awesome. Ich liebe Awesomes. Diese Variante ist sehr geil. Zwei LSR 15, zwei Large Laser und fett gepanzert. Super geiler Mech. Awesome eigentlich eh total geil. Okay, ich habe ja gute Moral und alles, deswegen setze ich direkt mal Vigilance ein, auch wenn es jetzt hier echt gut runtergeht. Und dann werden wir alles schießen. Ja, das mit den vielen MGs finde ich geil. Das werden Türme von der Basis sein. Okay, ein einziger war es Laser oder so, hat getroffen, keine Ahnung. Oder AK-2. Natürlich streut das sehr und macht wenig Schaden, aber wenn man halt so wie hier irgendwie 6 Stück hat, dann ist das schon fett und die machen halt keine Hitze. Small Laser machen mehr Schaden, klar. Aber wie gesagt, halt auch mehr Hitze. Gehen wir mal erstmal hier hin. Und schießen alles, wa? Battlemaster hat ja normalerweise PPK dabei. Es gibt, glaube ich, auch einen Large Laser. Ich habe nur Medium Laser, zwei Small SRM. Macht auch gut Hitze, aber ist egal. Einmal können wir. Rechte Seite komplett kaputt. Arm ab, Torso kaputt, Bein kaputt. Der geht um. Und dann kann ich jetzt gleich, denke ich, finishen mit dem letzten Mech, dem Highlander. Der Highlander halt leider echt etwas lahm. Aber ist ja auch 90 Tonnen schwer, ne? So, und ich will ja auf Nummer sicher gehen, deswegen halte ich alles rein, was geht. Ich liebe diese Bewaffnung. Hier natürlich alles mit den verbesserten Waffen, deswegen macht er schon ordentlich Damage. Schlechte Trefferwahrscheinlichkeit, aber ist egal. Ich gebe jetzt hier... Okay, ich kann auch gar nichts mehr ausgeben. Halten wir einfach mal drauf. Ja, sehr schön. Ein Marauder, also einen fetten Mech direkt raus. In der nächsten Runde werde ich wahrscheinlich überall die Coolant Bands anschmeißen, denn alle meine Mechs haben jetzt so halbe Hitze. Man könnte sich vielleicht auch ein bisschen nach hinten bewegen, erstmal ein bisschen Hitze abbauen, aber ich denke nicht. Ich denke, wir gehen einfach dahin und machen die alle kaputt. So, Whirlwind gibt mir Cover. Jetzt ist halt nur das Ding. Ihn treffe ich schlecht. Auf den Awesome gehen. Eigentlich würde ich ja lieber erst Katapult wegmachen. Ich mache erstmal Reserve und lasse die da sich bewegen. Denn eventuell kriege ich das Katapult hier in einer besseren Position oder so. Zum Beispiel da nämlich. Sehr gut. So, und jetzt ist nämlich das Ding. Schade, ich komme nicht in MG-Reichweite. Höchstens wieder, wenn ich springe, denke ich. Ja. Ich mache aber nochmal Reserve. Also das werde ich gleich machen. Dahin springen drauf, schießen coolen Band an. Sehr schön. Er bleibt nämlich jetzt dahinter. Das heißt, er ist ein bisschen separiert von dem Katapult. Ist nicht ganz so schlimm mit den LSR, aber egal. Ich möchte aber erst die anderen hier ziehen. Denn, Moment, ihn hier. Ja, sehr schön. Einfach hin. Jetzt Cooling anschmeißen. Und alle Waffensysteme drauf. Trotz coolen Band bauen wir jetzt noch ein ganzes Stück Hitze auf. Also das ist schon hier in diesem Biom nicht so geil. What can I do for you?
Okay, wir sind hier nicht verdeckt dem gegenüber. Wieso habe ich hier bessere Trefferwahrscheinlichkeit als von da unten? Arm-mounted enemy effects. Keine Ahnung. Ist auch eigentlich egal. Cooling und Vollgas. Das ist schon eine Menge Feuerkraft, die man da irgendwie raushaut. Ja, die Türme da hinten treffen alle nicht wirklich gut. Die sind ja auch auf einer Wahnsinnsdistanz irgendwie. Finde ich gut. Jetzt ziehen wir noch den Zeus und als letztes nehme ich dann den Dingens hier. Den Kollegen Grasshopper. Okay, auch cool Event. Ihr habt das gerade mit der Hitze gesehen. Der ist nämlich sonst schon echt am Limit. Target confirmed. Das Katapult steht immer noch relativ unbeeindruckt. Also hat natürlich jetzt kaum noch Panzerung und schon interne Schäden, aber noch nichts wirklich abgefallen, noch nichts wirklich kaputt. Aber ich denke, das wird sich jetzt ändern. So, Jump, einfach ganz ran. Cooling. Ich meine, es sind zwar nur die beiden Large und der Medium, aber wenn man springt und alles schießt, also vor allem dann Laser, dann geht es die Hitzetechnik schon ab. Sehr schön. Zweite Runde, zwei Max Down. Okay, dritte Runde, aber zweite Kampfrunde halt. Das gefällt mir. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Denn die Coolant Bands bauen ja auch Hitze durchaus wieder auf. Cool wäre Nahkampf. Ich mach das einfach mal, weil er ist noch frisch, der Grasshopper. Da baue ich nämlich gut Hitze ab. Die MGs schießen trotzdem alle. Okay, er bleibt stehen, haut zu und trifft noch nicht mal. Ja, sehr gut für mich. Der kriegt plus 10 Heal. Ich glaube, der ist hier durch so ein Dings radioaktives Feld oder sowas gelaufen. Tja, ich komme natürlich nicht mit allen in den Nahkampf. Das ist schlecht. Und jetzt muss ich nämlich gucken, weil... Also ich werde jetzt auf jeden Fall viel weniger Waffen nur schießen können. Also gehen wir mal auf jeden Fall ran. LSR aus. Ja, machen wir so. Schießen alles andere, weil wir müssen dem ganz gut einen verpassen. Und dann muss ich gleich mit ihm auf jeden Fall mal zuhauen, Hitze abbauen. Eigentlich mit den anderen auch. Okay, er kann nochmal alle schießen. Machen wir das doch. Sehr schön. LSR-Muni explodiert. Gut für mich. Arm ab. Oh, okay. Durch die Ammo-Explosion ist er komplett raus. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Ich hatte ja gesagt, das ist hier nicht wie im Brettspiel. Also beim Brettspiel war ja, solange man jetzt nicht Case oder irgendeinen Clan-Schwachsinn da hat, war es ja so, dass man... Ah, direkt schon die Türme angehen. Eigentlich muss ich mal Hitze abbauen. Ja. Da war es so, dass wenn Munition explodiert und der Schaden dann in dieser Sektion fertig ist, sich weiter nach innen frisst. Das heißt, du konntest davon ausgehen, okay, also wir sprechen hier von, sagen wir mal, 1994, ich weiß nicht mehr genau, von da irgendwann Regelsystem, ich weiß nicht, wie das jetzt alles ist. Aber, also eigentlich dürfte ich ja hier nicht gesehen werden, ne? Ja, aber erstmal einmal Hitze nochmal ab. Naja, da war es auf jeden Fall so, dass sich das so reingefressen hat und man konnte quasi sagen, okay, Munitionsexplosion heißt, der Mech ist weg, der ist erledigt. Hier ist das halt nicht der Fall. Aber ich check's nicht ganz, warum er jetzt verreckt ist. Also, hat der Awesome 8T die Munition im Center? Ich meine eigentlich nicht. Und über Pilotenschaden down gegangen? Keine Ahnung. Also, das könnte schmerzhaft werden mit den ganzen Türmen. Aber der Battlemaster ist auch noch frisch. Wir machen das jetzt einfach mal. Und direkt Vigilance an. Jo, sind nämlich alle schon die fetten Türme hier. Ja, keine Ahnung. Einer nach dem anderen, ne? Roger. Also deswegen weiß ich jetzt nicht, ob der Awesome 8T wirklich so ein Totalschaden ist oder ob das so ein Ding ist, wenn nämlich der Pilot gestorben ist. Dann könnte ich den nämlich komplett looten, komplett hier als Salvage bekommen. Fände ich geil, weil Awesome wird ganz gut passen. Ist zwar auch lahm wie Sau, aber Bewaffnung gut, Panzerung gut. Sieht cool aus. Awesome muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich das ganz alte Design sogar fast ein bisschen schöner als das neuere. Auch wenn er so ein bisschen schmal aussieht oder so, aber trotzdem. Der Battlemaster ist dran. Boah, ich habe echt hier hitzetechnisch Problem. Jetzt
Problem ist, wenn ich sprinte, mache ich einfach. Werde ich auch nicht so super... Ja doch, geht sogar mit Mitzeabbau. Aber so habe ich ganz gut Evasion und stehe hier ein bisschen gedeckt. Zwar nicht im Wald, aber das ist einfach das Symbol für Deckung. So, und der Highlander hat ja... Okay, hat Large Laser LSR. Der kann auch ruhig schön von hier hinten schießen. Ich nehme als nächsten einfach den. Special Delivery! Sehr schön. Nicht wirklich was passiert. Also sofern jetzt hier nicht gleich noch Verstärkung oder so kommt, würde ich sagen, war das ja jetzt nicht so mega schwer. Ich meine, klar sind das fette Türme mit fetter Bewaffnung und auch ein Awesome ist halt ein Awesome. Aber das Katapult sind hier, okay. Und der Marauder. Aber so drüber war das jetzt nicht. Also da hätte ich mir für so eine 4-Punkt-Mission doch irgendwie ein bisschen was Schwereres vorgestellt. Ich weiß auch nicht, woran die das jetzt bemessen, dass das hier 4 Sterne hat. Vielleicht, weil es wirklich... Aber ich sag mal, wenn man sich die Waffensysteme hier anguckt und das zusammenzählt, dann ist das schon krass, was man selber da an Feuer einsteckt. Das Ding ist nur, die scheinen ja alle irgendwie, weil sie automatisiert sind oder was weiß ich, super schlecht zu treffen. Position confirmed. Also, keine Ahnung. Fand ich jetzt nicht so hart. Aber ich sag ja, Tag nicht vorm Abend loben und so. Kann auch sein, dass wenn ich jetzt gleich ein Gebäude down habe, dass sie dann Verstärkung kriegen oder irgendwas. Reporting. Sehen wir Major gleich. Armor. How might I help? Ah, okay. Cooling können wir wieder anschmeißen, nachdem wir ein paar Runden Abklingzeit. Nee, nicht aufs Gebäude, erst die Türme. Ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber mit allen Waffen, aber na, auf Nummer sicher gehen, die müssen weg. One last turn. Ich habe tendenziell hier bei den Mechs ja auch eher so die, ich sag mal, Nahkampfausstattung. Ich mag es eigentlich mehr genau anders. Also auf der richtigen oder idealen Distanz zu stehen und dann mit hier, ne, Laser, LSR alles zu behaken. Funktioniert hier häufig aber nicht so geil, weil die Gegner halt einfach ankommen oder so. Allerdings, wenn man nur auf Nahkampf geht, also zum Beispiel sowas wie mein Grasshopper hier, der irgendwie die ganzen MGs und sowas hat, da muss man gucken, weil der kann jetzt halt noch nicht so viel machen. Also so ein Mix oder so wie er hier, so ein Mix ist eigentlich immer ganz gut. Also zum Beispiel die Bewaffnung vom Zeus, super, der kann alles hier. Eigentlich ein Battlemaster ja auch. Wenn der weniger Panzerung und Zeug hätte und eine PPK noch tragen würde, würde da auch ein bisschen mehr gehen. Aber ich sag mal, muss ja auch reinhauen hier, ne? Roger. Affirmative. Enemy structure is weakening. Structure down. Run. Awaiting orders. Hm, geil, genau nicht kaputt gegangen. Winning on you, Commander. Highlander nimmt schon mal no sweat. Target destroyed. Good to go. So, jetzt bin ich mal gespannt. Move into position. Target. Get to that, to LZ, Commander. Okay, Mission geschafft. Ja, und das war's. Also wie gesagt, das raff ich halt so gar nicht. Keine Ahnung, ob diese schweren automatischen Türme wirklich so einen hohen Count haben, also dass deswegen die Mission Missionsschwierigkeit so hoch gegangen ist. Ich meine, anders kann ich es mir nicht erklären, weil, also, weiß ich nicht. Ich meine, klar sind das alles fette Mechs hier und so, aber das war ja jetzt nicht total drüber. Okay, den Laser nehme ich auf jeden Fall mit. Den Awesome natürlich auch. Dann haben wir nämlich jetzt tatsächlich einen kompletten, sehr geil. So, was haben wir denn noch? Nichts Besonderes hier. Das ist ein bisschen doof. Ja gut, dann nehmen wir natürlich die Mech-Teile. C4, 3D. Also Davion Marauder und das C4-Katapult. Und ja, was weiß ich hier, LSR-20. Ich krieg sowieso so gut wie alles davon. Ja, wegen meinen hohen Loot-Einstellungen. Das mit dem Awesome 8T finde ich sehr geil. Den werden wir auch direkt einbauen hier in die Lanze, weil... oder in die Lanzen, weil ich halt noch keinen hab hier. An sich müsste ich dafür den Jägermech rausschmeißen, denn ich habe den Jägermech ja quasi so gebaut wie diesen 8T hier.
Der hat 2 LSR-15, 2 Large Laser. Das hat der hier auch, nur dass er viel mehr Panzerung, mehr Hitzeabfuhr und ich glaube auch mehr Munition hat, weiß ich nicht. Ich glaube, das mache ich auch. Ich schmeiße ihn jetzt raus, wobei eigentlich mag ich den. Ich schmeiße ihn trotzdem raus. Und dafür nehmen wir den Awesome. So, Problem ist, der ist natürlich jetzt noch nicht einsatzbereit, aber alle anderen Mechs sind nicht wirklich beschädigt worden. Deswegen können wir jetzt einfach direkt noch eine Mission machen. Wieder rasieren. Achso, ich guck mal kurz, ob ich hier meine Leute upgraden kann. Also es sind ja einige, denen fehlt so hier so der letzte Punkt, wobei ich mir jetzt auch nicht gemerkt habe, wen ich da überhaupt eingesetzt habe und so. Deswegen gehe ich hier einfach mal einmal durch. Okay, nix. Alles klar, dann ja, nächste Mission. So, wir haben jetzt wieder mehr Ruf bei denen hier aufgebaut. Das heißt, ich kann jetzt die Kurita-Mission machen. Genau, gehe hier wieder runter, aber noch nicht kritisch runter. Und ja, alles klar. Mega fetter Loot. Wieder eine Vierer-Mission. Target Acquisition. Hä? Ziel einnehmen oder was? Deploy Beacons. Oh, okay. Da muss man eigentlich recht mobil sein und schnell, denn sonst schafft man es nicht, diese Beacons zu platzieren. Da könnte ich mir fast überlegen, ob ich einen Jenner mitnehme, weil meistens ist das an den ersten Punkt kommt man ganz gut, zweite geht so, dritte kommt man schlecht hin. Der Highlander mega scheiße für die Mission. Grasshopper geil, ist schnell genug mit den Sprungdüsen. Puh, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Jenner mitnehme, sieht da nicht so geil aus. Ich mache einfach mal so. Wir gehen das Risiko ein. Machen das einfach mal so. Wenn es nicht funktioniert, habe ich halt Pech gehabt. Das Problem bei diesen Missionen ist nämlich häufig mit den Beacons nicht nur das Platzieren der Beacons, sondern dann hat man meistens auch noch so, ja, du musst jetzt in 3 Runden abhauen, sonst bekommen die Verstärkung. Ich mir aber denke, ja, Junge, dann sollen sie kommen mit den Verstärkungen. Aber dann ist die Mission direkt gescheitert, wenn man das nicht schafft. Und das ist mit diesen fetten Karren hier natürlich schwierig. Aber wir gucken mal. Es gibt nämlich auch die Variante, dass man einfach dann kämpfen kann. Also, dass das so alles ein bisschen anders ist, aber auch mit so Beacons. Gucken wir einfach mal. Command Interface initiated. Ja, Clock is ticking. Das ist nämlich genau das Ding so. So, place beacons quickly. Okay, das ist ein Sekundärziel. Das heißt, wenn ich das nicht quickly mache, müsste es trotzdem egal sein. Okay, keine Ahnung. Ja, ich bin gespannt. Wir gucken mal. Also auf jeden Fall sprinten wir dahin. So mal, nur mal eben überlegen. Ein Punkt ist hier oben. Einer ist hier, einer ist da. Alter, in 8 Runden bis dahin. Wie soll ich das denn schaffen? Da muss ich ja die ganze Zeit sprinten. Das hier ist ja schon relativ weit weg. How might I help? Ich meine, okay, der Zeus geht sogar noch. Also ich schicke den Zeus da hoch. Time to earn Den Grasshopper. Geradeaus. Roger. Der Highlander wird sowieso nachhängen. Und den Battlemaster eigentlich. Okay, erstmal alles nach vorne. Und dann mal gucken. Vielleicht auch mit dem Highlander hier hin, weil der eh langsam ist, aber das passt noch von der Zeit. Also der Punkt da ganz hinten macht mir Sorgen, weil wie soll ich denn da hinkommen, Alter, in 8 Runden? Good to go. So, das Ding ist, mit Jump komme ich bis nach hier, mit Sprint auch ungefähr, aber mit Jump dann könnte ich noch schießen, dann machen wir das. Jumpen wir mal hier hin. So, wir haben einen Handspeck mit der AK-20, das ist natürlich Power. Wolverine ist nicht so schlimm jetzt. Ja, ich fange mal an, auf den Handspeck zu schießen. Weil, warum nicht? Banshee wäre jetzt so geil gewesen, weil es halt auch relativ schnell ist. Also vielleicht erst bei der Mission echt schlauer, gar nicht auf das Sekundärziel zu gehen, sondern einfach zu kämpfen. Und dann alles platzieren. Ich glaube fast, das mache ich eher. Weil, ganz ehrlich, also ich meine, das sind jetzt so zwar noch überschaubar, ja, wobei, ja, ich weiß noch nicht, ja, mal gucken. Ist noch überschaubar eigentlich, so super, aber da, von da hinten hat auch irgendwas geschossen. Gucken wir einfach mal. Tell me what to shoot.
Also der Beacon wird kein Problem. Heißt, ich sollte jetzt mit einem Mech noch hier rennen, damit der den nimmt, und der Grasshopper muss durchrennen und den ganz hinten nehmen. Das ist der Battlemaster. Der könnte gleich auch sprinten, aber da kann ich auch erstmal schießen, bisschen heiß machen, genau, und dann gleich sprinten. Das ist viel besser. Ja, und mit dem Zeus rücke ich auch noch dahin vor, und der Highlander muss gleich das da oben machen. Er ist ja schon relativ weit vorne, ja genau, das ist okay. Have no doubt, it will be done. Eigentlich kacke, dass die alle hier so gebraced sind. Hier 60% Damage Reduction. Okay, schon zwei Pilotentreffer. Der dürfte nicht mehr viel haben am Kopf. Und jetzt kommt die AK-20. Aua, trifft auch noch. Direkt Structure offen. Im Kopf? Alter. Echt? Ja, sicher. Also ein AK-20-Treffer im Kopf ist natürlich beim Brettspiel direkt tot. Ist ja logisch. Aber Junge, das ist das Bekackteste, was hier beim Grasshopper passieren kann. Weil es muss nur irgendwie eine Drecksrakete ihn treffen. Das geht mir jetzt ja schon direkt richtig auf den Sack. Vor allem ist er derjenige, der am weitesten da vorne zwischen allen gleich stehen soll. Alter, noch einen internen Punkt. Boah, ist das scheiße. Ich meine, das ist ein 10er-Pilot, den will ich nicht unbedingt verlieren. Ja, keine Ahnung, wie ich das machen soll, Alter. Okay, also wir vergessen das mit dem innerhalb von so und so viel Runden. Ich spiele jetzt mit ihm auf jeden Fall defensiver. Weil das sehe ich überhaupt nicht ein, jetzt hier meinen Piloten zu verlieren. Wieso haben die alle diese krassen hier, ich stehe im Rauch und habe alles geil und weiß ich nicht. Das geht mir echt auf den Sack. Wenn ich in den Rücken komme, wird das negiert, aber ich komme nicht in den Rücken. Also mit dem Grasshopper muss ich eigentlich ran und den voll einsetzen. Das Ding ist nur, ich will ihn halt nicht verlieren. Also es geht mir mehr um den Piloten tatsächlich gerade als um den Mech. Ja, keine Ahnung, egal. Gibt aber nur eine Richtung, nämlich vorwärts. So, wir haben hier schon alles Maximum, Cooling an. Und den auch wieder auf den Handspeck. Was hast du davon, junge Sau? Critical Hit, Commander. Rifleman 4D, super geile Variante. Aber, ja, scheiße, dass jetzt mein Gegner ist. Barely hit, Commander. Habe ich auch schon 3D gedruckt. Sieht genauso aus wie der da. Das ist so cool. Ich weiß gar nicht, ob es den so als Mini gibt. Weil ich ja hörte, dass in dieser neuen Grundbox, die sehen ja wohl auch alle ganz geil aus da. Und ich weiß nicht, gab es noch einen Kickstarter oder so? Aber, ja, kein Plan. So, was das hier ist, der Highlander. Okay, den stellen wir einfach jetzt mal als Bait, sag ich mal, hier hin. Also da könnt ihr gerne drauf schießen. Jetzt mit allem natürlich auf den Handspeck, auch wenn er diesen Cover, dieses Cover da hat. Unser AK-20 ist zwar schon weg. Na, dann könnte man sogar überlegen. Nee, einer nach dem anderen. Ja. AK-20 im Kopf, ey. Echt, ich glaube, es hackt. Oder wir nehmen den als Bait, da könnte er auch drauf schießen. Boah, krieg ich direkt schlechte Laune bei sowas. Hatte ich auch mal früher, weil ich habe auch so, das ist echt schon lange her, aber irgendwann auch mal so Chapter-Fights und sowas mitgemacht. Und ich weiß gar nicht, ob ich da, stimmt gar nicht, da hatte ich nicht den Grasshopper, da habe ich vor allem immer einen Phoenix Hawk gehabt. Und dann hinterher natürlich auch noch andere Mechs, aber Phoenix Hawk als Main. Feuerfalke halt eh geil. Aber ich glaube, das waren dann diese Lord Protector Sachen. Da war das ja auch, dass man richtig mit Spielbericht einreichen und Ranking und bla online irgendwas, teilweise über Mega Mac und teilweise über Leute, die man dann getroffen hat, gespielt. Und da, eigentlich sollte man den hier kaputt machen, weil er ein leichteres Ziel ist als der, und der ist an sich schon fast gefährlicher gerade. Ja, dann kriegt er auch. Und da hatte ich nämlich ganz gerne mal einen Grasshopper, und das hatte ich ein paar Mal in Spielen, also vor allem dann über Mega Mech, dass man quasi, weißt du, du hast das Mega Nahkampfmonster, LSR 5 Munition direkt rausgeschmissen, weil man bei Mega Mech irgendwie total häufig Dings gekriegt hat.
hier Munitionsexplosion, Crits und so ein Zeug. Fand ich zumindest. Und ja, aber er lässt ja Munition raus und dann einfach ran mit dem Standard Grasshopper. Und Junge, da rasiert er natürlich richtig. Aber wenn dir genau das passiert wie hier am Anfang der Mission, dass du nämlich schon direkt zu Spielbeginn, ich weiß nicht, was war das Maximum auf dem Kopf an Panzerplatten? 9, glaube ich. Das heißt, genau, ein PPK-Treffer hat nämlich schon gekrittet direkt. So war das, meine ich. Ja, und wenn du nämlich dann einen PPK-Treffer direkt im Kopf hattest, dann konntest du davon auch, und so 3, glaube ich, hatte der da nur intern, 3, 4, 5, ich weiß nicht, ich glaube nur 3. Da konntest du nämlich davon ausgehen, dass irgendwas, was dich noch trifft, killt dich direkt. So, das heißt, der Grasshopper, also so wie der jetzt hier in dem Zustand ist, war eigentlich direkt komplett nutzlos. Weil natürlich jeder Spaß da drauf ballert, in der Hoffnung, mit irgendwas diesen Kopf da zu treffen. Am besten schön mit sowas, was streut, so LSR, KSR, was man irgendwie dann einmal einzeln würfelt. Super ätzend. Aber gut, kannst du jetzt nichts machen, ist jetzt hier so. So, ich muss den Vulcan da rauskriegen und den Grasshopper nicht verlieren. Das ist die Mission, aber ich will natürlich alle Waffen schießen, deswegen. Jump. So, jetzt habe ich ihn zu weit gedreht. Alter. Alter, ist das schlecht. Boah, ist das schlecht. Naja, gut, da, okay. Ja, dann machen wir einmal das hier. Meine Fresse, was schlecht. Ich hätte ihn jetzt locker finishen können mit dem Grasshopper. Flamer jetzt natürlich doof. Aber hat offenbar nicht getroffen. Sonst hätte er jetzt plus gestanden. Geht immer noch auf den Grasshopper. Jetzt haben sich echt hier drauf eingeschossen. Sind. Reporting. Minimal damage. Dabei sind die doch jetzt gerade viel, viel leichter zu treffen. Vielleicht nicht für den da hinten, aber... Ich könnte ihn auch ejecten lassen. Dann geht der Pilot nicht down, weil das hier ist schon echt riskant alles. Yes, Commander. Puh, richtig, richtig mies. Waiting for orders. Könnten wir mal zukloppen lassen, dann ist das auch mit der Hitze wieder gegessen. Mach ich auch. Von da. Location confirmed. Kaputt. Mech destroyed. What's the plan? Highlander bewegen wir trotzdem mal da hoch. Tja, und mit der Hitze, ich glaube, ich schieße tatsächlich sogar erst auf den Rifleman statt auf den Wolverine wegen der hohen Damage Reduction, die er hat. Genau, dann sollte man nämlich, naja, nicht viel, aber zumindest macht man nicht fett Hitze. Er geht da hoch. Der Zeus geht einfach vor. Ja klar, warum nicht? So, da muss ich auch auf Hitze achten jetzt so langsam, genau. Muss ich Laser ausschalten. Am besten die, ich weiß nicht, ob die alle extra Damage machen hier. Plus Crit, plus Accuracy, der kann schon mal aus. Plus Accuracy plus Crit, okay. Plus Accuracy plus Crit. Keinen mit extra Damage. Offenbar nicht. Naja gut, wir schießen mal so trotzdem so ziemlich alles, weil ich in der nächsten Runde wahrscheinlich zuhauen werde mit dem. Dann kann er wieder Hitze abbauen. Ich meine, ihr seht, die haben auch Hitzeprobleme. Aber ja, mal gucken. Ich glaube, ich lasse den echt aussteigen. Ich meine, der hat jetzt so viel Beschuss abgekriegt. Hm. Ah, ich weiß es nicht. Andersrum würde ich natürlich auch schon noch gerne mit austeilen mit dem. Ich glaube, ich muss weiter austeilen. Ich muss einfach. Es geht nicht anders. Das Ding ist, dass der hier oben halt echt anfällig ist. Okay, oder wir machen sowas hier. Das ist auch gut. Und Brazen, genau. Jetzt ist er nämlich einfach ein Stück weiter zurück. Ich meine, die können immer noch drauf gehen, aber so langsam können sie jetzt die hier vorne alle nicht mehr ignorieren. Ja, okay, jetzt nehmen wir einen Zeus, ist in Ordnung.
I hear ya. Bin ich mit dem Highlander doch wieder dran, gehe mit dem Grasshopper, glaube ich, gleich da hoch. You betcha. Alles. Time to die. Linke Bein ab, linke Torso, linke Arm ab, sehr schön. Another hit like that, and you're toast. Rifleman, also in dieser Version, sieht ultra geil aus. Alte sah, finde ich, relativ scheiße aus, aber der hier ist schon ziemlich cool. So, der Zeus wird Nahkampfangriff machen. Geil, hier stehe ich auch noch in Deckung. Dann machen wir das doch. Dann baue ich nämlich ein bisschen Hitze ab, aber verteile trotzdem noch. Ja, sehr schön, sogar zerstört. Und der steht gar nicht so schlecht da. Ist natürlich nicht ideal, aber ist noch okay. So, der Battlemaster wird nach vorne gehen und schon mal den Phoenix Hawk ansaugen, glaube ich, weil der nämlich da ziemlich beschissen. Oh, ein Katapult. Was denn für eins? C1 ist normale. Aber wir gehen trotzdem hier auf den Phoenix Hawk, weil, ja, weil ich ihn einfach gerade so gut treffe. Also, den Phoenix Hawk stellt man da nicht hin mit einem. Ich meine, der hat ein bisschen was an Panzerung. Okay, I'm getting signal restart to start the run now. I'm almost out of time down there. Ja, was denn jetzt? Also, ich guck mal. Hoffentlich ist nicht direkt die Mission gefailed, aber eigentlich ist das jetzt hier nur sekundär, weil das ja nicht eingekreist ist. Deswegen gucken wir. Wenn nicht, habe ich halt Pech. Yes, Commander. So, the Grasshopper. Jump? Nee, Sprint wollte ich eigentlich. Genau, wir machen mal Sprint. Copy that. Noch ein Grasshopper, also ein Gegner schon. Eieiei. Damage is light. Ja, aber jetzt vergleich mal mit dieser Führermission, mit der, Vierer-Mission vom letzten Mal, ne, von vorhin. Was war denn das, Alter? Ich bin ja hier schon voll brain dead. Aber vergleich das mal, ja? Das ist ja hier, ne, das war genau bei in dem Video vorhin, boah, schon voll Matsche. Das war ja nix gegen das jetzt gerade hier. Und mal gucken, ey, wenn das gleich echt so ist, dass ich hier in den vier Runden das hätte einnehmen müssen, ja, dann gute Nacht, ne? What can I do for you? So, Highlander geht einmal in Nahkampf, einfach weil ich so hitzetechnisch am Sack bin. Nächste Runde kann ich wieder Coolant Band einsetzen. Das ignoriert auch das Cover, sehr schön. Tja, mit dem Zeus würde ich ja eigentlich ganz gerne hier weiter raufgehen, aber der ist schon so aufgeheizt. Battlemaster auch aufgeheizt. Ich könnte auch mit dem Zeus hier drauf gehen, hoffen, dass der umkippt und dann mit dem Battlemaster nochmal drauf oder besser treffen. Machen wir mal. Ich gehe mal hier drauf erst. Ist echt doof, weil die müssen eigentlich da hoch, aber war ja geil, Junge. Den Kopf abgeschlagen. Mega. Das ist natürlich gut so. Das heißt, der Battlemaster kann vorrücken. Und ich meine, warum auch jetzt nicht? Ja, hitzetechnisch ist das gerade echt nicht so geil. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir sprinten mal eine Runde. On the move. Aber es ist eigentlich Quatsch. Also den Punkt da ganz oben, den kriege ich sowieso nicht mehr. Vor allem muss man ja auch noch eine Runde drin stehen bleiben, um den Punkt dann einzunehmen. Oder um diesen Beacon halt zu platzieren. Major armor loss. Orders. Incoming Hostiles. Noch mehr. Nehmen wir den Phoenix Hawk, zwei Large Laser mit. Ich glaube nicht, dass wir jetzt wieder auf den Grasshopper schwenken und den beschießen. Ich hoffe es zumindest nicht. Okay, keine Ahnung, was das jetzt sollte, weil ich meine... Ja, okay, vielleicht wegen Hitze. Also, er hatte definitiv noch nicht Hitze. Commander? Okay, in der nächsten Runde würde ich da reinkommen. Position confirmed. Rechte Seite ist ab, da war der Large Laser. Das ist gut. So, die sind hitzetechnisch auch noch okay. Also ich werde auf jeden Fall... eigentlich will ich nicht zum Grasshopper. Aber ich muss ja irgendwann da oben zu dem Beacon. Ne, ich gehe hier runter und mache den erstmal fertig. Alle Waffen, scheißegal.
Jetzt habe ich, glaube aber nächste Runde ist erst wieder Hitzeaufbau. Hostile eliminated. Sehr schön, der erledigt. Dann geht's jetzt aufs Katapult. Subterranean Motorpool, das ist ja alles klar, direkt den Demolisher vor die Schnauze gesetzt. LSR Carrier und Demolisher. Okay, der LSR Carrier muss natürlich weg. Der Demolisher natürlich auch, aber der LSR Carrier mal zuerst. Hoffentlich schwenken die echt nicht auf den Grasshopper wieder. Okay. Das hat nicht gereicht, schade. Sind beides Assault Vehicle, wobei, nee, der LSR Carrier hat noch meinen V. Wieso hat er nicht die ganzen Laser geschossen? Der hat doch vier sogar. Also, naja. Scheiße, da komme ich nicht an den Demolisher dran. Need something, Chief? Roger. So, wenn ich jetzt von hier schieße, treffe ich die falsche Seite. Oh, hä? Der sagt, ich treffe die Seite? Das geht doch gar nicht. Weil da habe ich ja gerade von hier eigentlich drauf geschossen. Komisch. Egal, wir probieren es trotzdem mal. Ich kann nicht... okay, ich kann das wieder einsetzen. Trotzdem werde ich nicht so viele Waffen jetzt schießen. Einfach damit echt mal die Hitze ein bisschen runtergeht. Machen wir mal so. Vier Medium Laser. Okay, der ist weg. Das ist schon mal gut. One for the scrappy. Ah, der Molischer, Alter. Oh nein. Aua, aua. Okay, er hat beide daneben geschossen, glaube ich. Der Molischer finde ich einfach super krass. Also zwei AK-20 ins What Gesicht ist echt so hardcore. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass er den direkt kaputt kriegt. Also klar, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, die Mechs machen hier extra Schaden gegen Fahrzeuge. Aber trotzdem ist ein Demolisher jetzt nicht ohne. Stehe ich komplett ungeschützt. Nee, mache ich auch nicht. Ich habe ja den Coolant Vent noch. Heißt, ich gehe ein Stück zurück. Schmeiß das Cooling an. Hier habe ich nämlich ein bisschen Deckung. Und dann gehen wir jetzt hier drauf. Oder auf den Grasshopper. Nee, genau, Skatapult. Ohne LSR 10. Einfach auch, weil ich ein bisschen nach Hitze gucken muss. The target is confirmed. Target's taken a critical hit. Vom Modell hier eigentlich aus. Hätte eine LSR 20 oder so. So, und jetzt gleich kriege ich auf jeden Fall raus, ob das geht oder nicht. Weil ein fehlt ja noch und den kriege ich auch nicht mehr. Also wie ich in dem Zeitlimit. Ready for orders. Firing jump jets. Inflicted some heavy damage. So muss man es machen, genau, die ganzen Laser. Sehr schön. Hat natürlich jetzt auch okay, gut Damage Reduction. Oh, und er hat sich gut aufgeheizt, finde ich gut. So, Nahkampf. Wegen Hitze. Schön ganz rechte Seite im Sack. Ja, mit dem einmal hier in den Nahkampf. Confirmed. Hatte jetzt kurz überlegt, da oben hinzusprinten, aber ich wäre sowieso nicht bis zum Punkt gekommen und ich meine, man muss auch eine komplette Runde drin sein, also hätte das eh nicht mehr gezählt. Aber mal gucken jetzt gleich, ob ich dann, ja, ob die Mission direkt gefailed ist oder ob es doch noch irgendwie geht. Eigentlich sollte ich den erstmal fertig machen, aber wir schießen jetzt auf den da oben, gehen gleich hier unten in den Nahkampf. Einfach um dem hier schon mal was mitzugeben. Sensor Context, Reinforcements, okay.
Naja, jetzt haben wir die ersten hier schon fast fertig erledigt. Ich meine, wenn jetzt natürlich da nochmal so ein Demolisher rausgefahren kommt, oder am besten zwei oder so, oder ein SRM-Carrier, auch geil. Commander. Müssen wir mal gucken. Also mit dem traue ich mich ehrlich gesagt nicht, wobei... Ach doch, mache ich einfach. Arsch geleckt. Heading out. Jetzt die MGs noch, komm, mach kaputt. Nö, irgendwie nicht. Reporting critical hit. Ist natürlich nicht so gut. Er steht jetzt komplett ohne Evasion da. Waiting on you, Commander. Nahkampf gegen Hitze. On my way. Going toe to toe. Good to go. Ich werde mit ihm jetzt trotzdem mal sprinten, damit ich überhaupt mal irgendwann da hinkomme. Roger, double time. Yes, Commander. So, und der Zeus, ja, bleibt stehen. Und schießt man nur AK und LSR. I understand. Jetzt in der nächsten Runde kommen nämlich da die Verstärkung. That hit something good. I'm picking up a new sensor trace. Looks like enemy reinforcements. Feed enemy kill team. Okay, aber die Mission läuft. Ja, sehr geil. Mach mal jetzt doch. Aua, aua, Rücken, aua. Wobei bei ihm ist eh mit Kopf alles scheiße. Armor holding. Oh Gott, können die jetzt alle da draufhalten erstmal? Alter, was mies. Armor breach. Internal damage. Und da sind wieder neue Fahrzeuge. Toll. Demolisher und wieder ein LRM-Carrier. Ich überlege gerade, ob ich da wirklich drauf gehen soll jetzt. Vielleicht sogar tatsächlich mit dem Todessprung, weil die Beine gehen ja noch. Eigentlich, also nee, der Grasshopper muss auf Distanz. Aber die Dinger müssen unbedingt auch weg. Ach komm. Einfach Vollgas. Roger that. Nice, kaputt. Reporting, vehicle destroyed. Also an dem Grasshopper ist jetzt echt nicht mehr viel dran. Helena Zeus, der geht hier rein. Okay, von wo da kann ich sogar noch schießen. Nice, machen wir das doch auch. Reporting, critical hit. Oh Gott, der ist... zerstört, also das Ding ist echt fertig. Oh nein, und jetzt gibt es auch noch Pilotenschaden. Gonna need a medic. Reporting. Also der LSR-Carrier muss weg und natürlich auch der Grasshopper. Tja, wie machen wir es? Stehen bleiben und ihn erstmal wegblastern, denke ich. AK, LSR, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich nehme mal noch einen Laser mit dabei. Gucken wir mal, ob das reicht. Ja, sehr schön. Hätte auch ohne den Laser gereicht. Okay, dann kann der Highlander nämlich noch auf den Grasshopper gehen. What can I do for you? Also ich glaube, ich lasse ihn sogar auch stehen, einfach weil ich hier mehr Damage Reduction habe. Nur ein bisschen gedreht. Okay, alle Waffensysteme, die gehen.
Got it. Immer noch nicht erledigt. Yeah, critical hit. Ah, okay, aber er kippt um. Ich denke, wenn ich da oben den Punkt ab habe, hören die Autoverstärkungen hier auf. Target locked. Okay. Nice. Normalerweise würde ich ja sagen, Alter, kein Problem, das Kill-Team machen wir jetzt auch noch fertig. Aber ich muss echt gucken mal, was da so kommt. Da ist wieder noch ein Rifleman. Ist der Disco-Handspeck wahrscheinlich, wenn da so viele Laser sind. Ist immer noch okay. Internal structure damage. Oh nein. Der Wichser called Shot Head. So, ich glaube, ihn lasse ich jetzt aussteigen. Eject. Oder aufstehen, rüberspringen, ihn finishen. Ja, komm, Junge. Risiko. Hab jetzt die ganze Mission gemacht. Machen wir weiter. Okay. Regain footing. Good to go. Engaging jump jet. Also nochmal alles. Cooling an, dann geben wir ihm auch noch Vigilance. So, jetzt machen wir den fertig, Junge. One last target. Also der kriegt auf jeden Fall irgendwie eine Medaille oder awaiting so. Orders. Ready. Tja, ich weiß nicht, ob ich da langlaufen kann. Wo ist denn die Evac-Zone? Der Evac-Point, der ist da unten. Eigentlich würde ich ja gerne da langlaufen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Deswegen, was haben wir hier? Ein Assassin, okay. Handspeck PP ist der Disco. SE Thunderbolt und den Rifleman. Das ist nicht unschaffbar. Vor allem der Awesome ist noch komplett frisch. Aber ist auch nicht wenig. Roger that. Going to full throttle. Ich weiß nicht. Yes, weiß Commander. Nicht. Eigentlich erst auf den Handspeck gehen, aber vielleicht auch auf den Rifleman. Tja. Ist das der mit den Jump Jets? Nee, wohl nicht. Doch, ist er wohl. Deswegen ist die Bewaffnung nicht so fett. Waiting on you, Commander. Stehen bleiben, schießen. Oder zurückziehen. Ich glaube, fast stehen bleiben, schießen besser. Mit dem Grasshopper natürlich weiter zurück. Mit dem Battlemaster voll rein. Ja, klar, komm, wir machen die alle fertig, Arschlecken. So, die Frage ist nur, wen ich zuerst nehme. Panzerungstechnisch. Ja, natürlich den Rifleman dann. Ich meine, klar, Assassin hat noch weniger, aber den kriege ich ja kaum. Natürlich gehen wir erstmal auf den Rifleman. Special delivery. Reporting. Ich glaube, wenn ich mit dem. Ja, gehe ich mit dem Zeus ran. Der hat zwar auch schon ordentlich Schaden. Yes, Commander. Ist mir aber egal. Weil Cooling anschmeißen und alles drauf, Junge. Mega. I understand. Warning. Incoming artillery fire. Ja, genau. Stell dich am besten da rein. Standing by. Echt nochmal das Risiko eingehen und nochmal schießen. Wenn dann ja auf den Rifleman, aber den kriege ich nicht. Ja, wir gehen das Risiko nochmal ein. Und schießen einfach. Einfach weil ich es kann. Wobei ich jetzt die Hitze technisch wahrscheinlich eh nicht schießen kann. Doch. Ja, dann. Confirm. Bam. Beides Treffer. Okay.
Oh, er hat auch Coolant Vent. Das ist natürlich bei dem Mech super geil, weil der hitzetechnisch sonst ziemlich am Arsch wäre hier. That wasn't good. Boah, fuck, gut getroffen. I'm taking internal damage. Shutdown, das heißt, der ist super leicht jetzt gleich zu treffen. Sieht doch geil aus. Pilot da drin, voll am Kochen. Standing by. Leider nicht im Weg. I hear ya. Bisschen Overkill, denke ich. Ist mir aber egal. Schieße ich einen Large nicht mit? Da schieße ich beide Larges nicht mit. So, dann ist Hitze noch moderat. Aha. And stay down. Orders. Okay, Gegner ist jetzt hier nicht mehr dran. Das heißt, ich werde den nochmal sprinten. Confirm. Awaiting orders. Ich würde gerne in Nahkampf, aber der hat jetzt auch schon ganz gut was eingesteckt, der Zeus. Deswegen würde ich den eigentlich lieber ein Stück zurückziehen, sodass der Highlander jetzt vielleicht mehr abkriegt. Das scheint eine gute Position zu sein, weil ich den noch beschießen kann, einen Evasion krieg und noch gecovert bin. Ja, machen wir das. Have no doubt, it will be done. So. Roger. Sehr schön. Thunderbolt jetzt schon mal ganz gut ein Stück angekratzt. Ah, hier. Extract before... Ja, toll. Before reinforcements arrive. So, aber wobei, ist auch nur wieder ein Sekundärding. Heißt, ich könnte jetzt hier noch weiterkämpfen. Weil, ich weiß es nicht. Also, ich hatte das eigentlich... Oh Mann, auf den Grasshopper. Ich hatte das eigentlich immer in den Missionen, dass der... dass die Mission dann direkt gescheitert ist, wenn man nicht schnell genug bei diesem Punkt da war. Keine Ahnung. Oh, fuck. Ah, you bastards. Weapon system down. Reporting internal damage. Okay, jetzt werde ich ihn aber aussteigen lassen. Roger that. I'm punching out. Ich meine, der war sehr overextended. Scheiße, beim Zeus Bein ab. Noch. Wo sollen die denn herkommen? Aus der kaputten Basis oder was? Ist ja lächerlich. Yes, Commander. Also das geht mir natürlich jetzt schon echt auf den Sack. Sollte ich eigentlich oben auf den Thunderbolt gehen, aber der LRM-Carrier muss weg und der Demolisher natürlich. Gehe ich mit ihm auf den LRM-Carrier? Pff, aber hitzetechnisch natürlich blöd, da kriege ich den glaube ich nicht mal weg. Yes, Commander. Doch, Glück gehabt. That's a kill. Waiting for orders. Hier müsste ich eigentlich Nahkampf machen, das hat bisher so gut funktioniert, mache ich auch. Ist zwar jetzt komplett kalt, der Mech, aber... Okay, sehr schön. Ist der weg? Ich meine, man hätte ja auch einfach mal ein bisschen strategisch sinnvoll spielen können und sich verpissen, aber... Wir wollen ja auch welche kaputt machen, ne? Ja, gerne mal auch die Small Laser mitschießen, aber ich denke noch nicht jetzt. Handspeck müsste ich auch mal angehen, ich gehe jetzt aber erstmal nochmal auf den Thunderbolt. So, machen wir ruhig volle Hitze, scheißegal. In der nächsten Runde hoffentlich nachkommen. War ordentlich mitgegeben, aber es ist halt ein Thunderbolt, ne? Also den kann man nicht so leicht kaputt machen. I'm being flanked.
Der hat wahrscheinlich hinten mehr Panzerung als vorne gerade, deswegen ist das okay. Sehr schön. Das ist ein guter Plan. Schießt bitte alle auf den Battlemaster. Das ist in Ordnung. Barely a hit, Commander. Oh, fuck. Beide Beine ab, Mech zerstört. Alter. Ist ich das richtig? Ich habe trotzdem 95% Hitchance. Ja, dann gehen wir da auf den Assassin, wa? Weil mit ein bisschen Glück. Geil. Center Hit und dann auch ein bisschen more Laser in Center, Mech direkt weg. Das ist natürlich schon stark. Order received. Roger that. Hä? Ich wollte auf den Thunderbolt schießen. Habe ich das, deswegen ist der Bildschirm gerade so verrückt, habe ich hier auf ihn noch geklickt? Das ist natürlich voll dämlich. Weil der hier dürfte jetzt schon an ein paar Stellen auf oder fast auf sein. Minimal damage, Commander. Er hat einen Speck hingegen, ja. Minor damage, Commander. Yes, Commander. Wenigstens gut im Center getroffen. Okay, ich habe den Coolant Vent wieder ab. Das heißt, ich könnte auch schießen. Mach ich auch. Affirmative. Critical hit, Commander. Waiting for orders. Ja, mit ihm hau ich jetzt zu. Noch ein Kill-Team. Also die zwei noch fertig machen und dann mal abhauen wäre sinnvoll. Minimal damage, Commander. Standing by. Ja, dann machen wir auch mal erstmal eher den Rückwärtsgang hier. Roger that. Torso, linke Arm, Center war schon offen, also der kann eigentlich jetzt nicht mehr viel verpacken. Der kann Beschuss aufteilen, sehr schön. Dann, okay, Cooling direkt schon mal anschmeißen. Und dann werden wir nämlich auf den Handspeck von hinten, ja, wäre eigentlich von vorne sinnvoller, und auf ihn schießen. Das schießen wir auf jeden Fall da hoch. Und mal die zwei Laser auch noch und den Rest schießen wir auf ihn. Mal gucken, was es bringt. Got it. Sehr schön, er ist weg. Perfekt. Hier auch noch was ab. Ja, okay. Perfekt. Ihr dürft jetzt so gut wie nichts mehr an Waffen haben, weil beide Seiten sind. Boah, Alter, hier? Ich dachte, ich kann mich jetzt schön verpissen und dann schnell dahin. Aber jetzt habe ich hier Gegner noch. Okay, es scheint nur ein Mech zu sein. Aber, Alter. Der hatte doch da oben hingezeigt vorhin. Nee, sind mehr. Oh mein Gott. Also ob ich da nochmal hier lebend rauskomme. Drei Max. Reporting. Structural damage. Waiting for orders. That's a kill. Waiting for orders. Orion. Oh, Alter. 45 Tonnen und 70 Tonnen. Und 75 Tonnen Orion. Junge. Ich überlege, Vigilance zu machen wegen dem Stability Damage, aber ich glaube, ich lasse es einfach. Ja, das geht auch so. Right, Commander.
Also ich glaube nicht, dass ich die drei jetzt besiegen kann mit meinen beiden Mechs, weil... Okay, LRMs sind sowieso alle. P-Hawk ist in Ordnung. Also ist machbar. Minimal damage, Commander. Aber ich meine, alle 70 Tonner hier... Oh Gott, auch noch ein Archer, Alter. Eigentlich sind alle 70 Tonner gefährlich hier. That got through my armor, Commander. Standard Warhammer wäre noch okay gewesen, weil der nicht so fett Panzerung hat. Aber hier, ey, Alter, wie soll ich denn das machen? Da hätte man wirklich schneller sein müssen und sich dann da verpissen. Weil, ehrlich, das ist ein bisschen, sehr hart, ja. Coordinates received. Na, ich bleib weiter auf dem Orion. Ist eigentlich scheiße, weil man eher hier sowas angeht. Wobei, das ist wieder der S, glaube ich. Nee, das ist ein normaler Archer. Okay, das heißt, der hat Hitzeprobleme. Orion hat eigentlich auch ziemlich Hitzeprobleme. Ich gehe trotzdem weiter auf den Orion erstmal. Ja, mal gucken. Wenn die das mit dem Hitzemanagement nicht hinkriegen, vielleicht kriege ich es ja doch auf die Reihe. Ich muss mal gucken. Kann ich hier schon die Small Laser mitschießen? Nee, okay, gehen wir mal hier hin. Jetzt gönnen wir dem mal hier. Alles drauf. Firing on target. Die ersten Schäden, genau, und das ist das Problem bei Orion immer. Der ist vollgepackt mit Munition und deswegen ist er ein gutes Ziel. Der ist mega geil gepanzert, aber wenn man dann mal irgendwann durchkommt, ist der super anfällig. Deswegen kann man das immer mal machen, so ein Orion durchaus als erstes Target zu nehmen. Ja, hitzetechnisch ist halt echt nicht geil gerade, aber wir gehen direkt nochmal auf den Orion. Ich bin jetzt hier eher dran, wegen dem Vigilance-Dings. Ich schmeiße es direkt nochmal an. So, jetzt denke ich, ohne Large Laser geht's, genau. Ja, und der ist ziemlich erledigt. Vielleicht kriege ich ihn kaputt. Tell me what to shoot. Die Hocker hat sich gerade überhitzt. Sehr schön. Der Archer da, wenn der jetzt nochmal schießt, überhitzt er auch. Genau, deswegen macht das auch nicht. Sehr schön. Und der ist natürlich dieses komische Feld da gelaufen. Ready. Okay, das sieht gerade gar nicht mal schlecht aus. Dem geben wir jetzt hier ordentlich. Scored a critical hit. Ja klar, er bleibt stehen, schießt ein MG. Lächerlich. Lot damage, holding firm. Good to go. Absolut lächerlich. Right, Commander. Hast du jetzt davon gemacht? Das ist, glaube ich, der zweite Kopf, den der Highlander abgeschlagen hat. Oder war das der Zeus vorhin bei den Wolverine? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Wolverine hat mich einmal geschossen. Oh. Alles intern. Armor breach. Internal damage. Receiving you. Tja, also nach der Mission muss ich echt mal gucken, wie es aussieht, weil die Mechs sind alle beschädigt oder zerstört. Commander? Piloten sind zwei verletzt. Also das ist schon jetzt alles nicht ohne. Ne? On my way. Roger that. Archer ist ähnlich wie ein Orion. Wenn der einmal heiß geschossen ist, dann ist schlecht. Weil der halt nicht wirklich viel Hitze abbaut. Okay. Ja, machen wir einfach mal, oder? Das macht ihm noch nicht viel. In der nächsten Runde mit ihm auf jeden Fall nach. Okay, er bleibt stehen schießen. Wenn das jetzt kein Ace-Pilot ist, also er sich jetzt nicht wegbewegen kann, steht das scheiße. Ja, gut für mich. Good to go. Moving to position. Affirmative. Ich meine, was soll er jetzt auch noch großartig anderes machen? Ohne Backup, ohne alles, aber trotzdem. Commander. Copy. Targeting for physical attack. Er hat das Cooling und macht es jetzt erst an. Hätte er mal ein bisschen eher machen sollen, oder? Waiting for orders. Ah.
going. Commander? Coordinates received. Reicht immer noch nicht. Critical hit, Commander. Alter, dumme Sau. Der Highlander wäre da echt gut rausgekommen. Der war noch nichts kaputt oder so. Und jetzt kommt der Arsch hier. Und haut mir da noch den halben Weg aus. Das ist mal richtig assi. So. Das sollte jetzt hier Mission erledigt sein. Double time. Scheiße, die ganzen geilen Raketenwerfer, die hatten nämlich alle was hier mit Extra Damage und weiß ich nicht, sind halt alle im Sack. Standing by. Naja. So, aber, finally, endlich, Mission erfolgreich absolviert. Da haben wir jetzt mal ordentlich auf die Schnauze bekommen. Also das hätte man irgendwie anders angehen sollen, aber ne, Iron Man Modus, ich kann jetzt nicht neu laden und halt nochmal spielen oder so, es ist halt wie es ist. Alter, was eine krasse Mission. Also so wie ich sie jetzt hier so bescheuert gespielt habe, das hätte man wesentlich intelligenter wohl machen können, dann wäre das auch garantiert nicht so schwierig gewesen, aber naja. Wir haben die 5 Sterne hier endlich, also wir haben die höchste, das höchste Rating, was es gibt. 27 Tage, 8 und uninjured ist in Ordnung. Die Max 3 sind angekratzt, der Battlemaster hat fast nichts, fein. Alter, diese Kills. Also er, obwohl der hier nur so wenig Kills hat, aber der kriegt auf jeden Fall einen Orden, weil das mega wichtig war, was er gekillt hat und wie viel Feuer der gefressen hat. Wie lange der durchgehalten hat, super geil. Zeus hat gut performt, Highlander sowieso. Ich sag ja, die beiden Highlander, die ich habe, das sind die krassesten Max im Moment. So, und super viel Loot. Da ich 31 Items auch looten darf, ist das natürlich schon mal nicht schlecht. Eine doppelt verbesserte AK-20, krass. Also mit plus 10 Damage. Large Laser mit plus 10 Damage, sehr schön. Was haben wir hier noch? Medium Laser mit plus Accuracy, nee, PPK mit plus Damage, nice. Nice. Plus 60 Melee Damage, das ist cool. Plus 60 Melee Damage, das ist richtig krass. Stability Damage auch, aber Dings natürlich noch besser. Okay, Heatsink, okay, hier ist nichts mehr Besonderes. Okay, dann können wir hier noch 2 Mech-Teile einpacken. Keine super schweren waren dabei, meine ich, ne? Nee. Genau, Wolverine, also ist einiges komplett, ist echt geil, aber ich gucke einfach, also ich nehme den Archer, dann haben wir nämlich einen vollständigen. Und gibt's hier noch was, was ich komplettieren kann? Ja, einen Phoenix Hawk, nee, den Thunderbolt, nice, confirm. So, noch ein bisschen was dazugekriegt natürlich, weil bei 31 Salvage-Dingern, guck mal, was das für ein Value haben soll, hat es halt leider nicht, aber... ja, es ist dann, wir haben jetzt so viel ungefähr erbeutet, wie wir an Guthaben haben quasi. Naja. Okay, jetzt heißt es erstmal die Einheit wieder aufbauen, weil so können wir natürlich nicht kämpfen. Also jetzt ist kaum noch irgendwas einsatzfähig. Da stimmt zwar, was da oben stand, aber ist nicht so schlimm. So, mal kurz überlegen. Zeus, Grasshopper, Banshee, die sollten alle bleiben. Ich hatte sonst überlegt, den SE einzusetzen gegen irgendwas anderes. Mache ich aber nicht. Den Archer aber vielleicht. Weil ein Archer total geil ist. Aber wen schmeiße ich raus? Den muss ich ja noch equippen. Der Awesome bleibt, der Highlander bleibt auf jeden Fall, Banshee auch, Zeus auch. Okay, die müssen alle bleiben. Ich könnte wieder so einen Clan hier rausschmeißen oder tatsächlich endlich mal diese Steelclaw-Crap, weil die ist echt nicht so geil. Aber die ist halt irgendwie was Besonderes, deswegen möchte ich, dass die da bleibt. Ich schmeiß den Jenner wieder raus. Und ja, wenn wir uns das mal angucken, wie viele Mechs sind noch einsatzbereit. 1, 2, 2 Stück, 3 Stück.
Müssen auf jeden Fall erst Reparaturen her. Der ist fast fertig und der, das ist gar nicht schlecht. Die beiden einsetzen zusammen mit dem Battlemaster und dem Warhammer. Er ist nicht ideal, aber kann man machen. Das heißt, eine Mission können wir auf jeden Fall noch machen. Spule ich hier halt einen Tag vor oder so. Aber wir müssen erstmal eben hier alles refitten und wieder equippen und weiß ich nicht, weil das ist ja hier totales Chaos gerade. Okay, so. Replace, Repair. Das ist der eine. Okay, das ist der Highlander, der gerade so viel eingestellt hat. Hier, das ist echt bitter, dass man so ein krasses, geiles Gerät hier verliert. Aber okay, willst du machen, ne? So, so ähnlich werde ich ihn aber wieder equippen. Panzerung ist sowieso schon super stark. Heatsinks auch alles nice. Heatsinks verloren, KSRs alle verloren, die LSRs verloren. Okay, dann gucken wir mal eben, was wir raketentechnisch hier haben. LSR 10 war drin, hier haben wir was mit Stability Damage. Könnten auch eine fettere LSR reinbauen, ist aber auch nur mit Stability Damage. Hier haben wir noch eine, die hat zumindest plus 1 Damage. Nehmen wir die. Und KSR technisch war eine 6er und 4er drin. Die hier ist nicht schlecht. 6er habe ich nur Standard. Jetzt könnte man überlegen, ob man noch eine 4er statt einer 6er nimmt. Und dafür irgendwas noch upgradet. Ich glaube, das mache ich. Der kriegt eine 4er. Dann gibt es auf jeden Fall mindestens eine Tonne LSR-Munition. Wie viel hatte ich da vorher drin? Eine nur. Okay. Ah, deswegen ist sie wahrscheinlich auch leer gegangen. 2 Tonnen SRM-Ammo auf jeden Fall. 2. So, und jetzt habe ich noch ordentlich Platz. Achso, weil die Heatsinks noch nicht drin sind. Man könnte auch diesen fetten Armor da reinmachen mit dem plus 60 Schaden. Das wäre auch geil. Ah, der ist so langsam, der kommt da sowieso immer irgendwie mit dran. Erstmal bauen wir Heatsinks ein. 1, 2, 3. So, und jetzt hätte ich noch eine Tonne frei, die dadurch, dass ich eine 4 statt nur 6 genommen habe, nämlich da ist. Entweder eine Tonne LSR-Munition, wobei eigentlich hat das ja ganz gut gepasst. Panzerung könnte ich nur noch in den Rücken packen. Oder ein Heatsink. Ich glaube, es wird ein Heatsink, weil eh geil. Und eigentlich sieht der so ziemlich geil aus. Also ich meine, der hat ordentlich Feuerkraft nach wie vor. Ja, ich glaube, so lasse ich das. Hat jetzt leicht bessere Heat Dissipation als vorher. Ja, Firepower. Nice. Ich glaube, der vergleicht das jetzt hier aber nur mit dem, wie der jetzt ohne die kaputten Teile war. Ich weiß es nicht. So machen wir den auf jeden Fall. 8 Tage, okay, hätte ich gedacht, das dauert länger, weil ich meine, da war ja gut zerlegt, aber kein Problem. Ich meine, die Argo ist voll ausgestattet inzwischen, deswegen nichts, was man einfach so repairen kann, nee, weil alles völlig im Sack ist. Die Argo ist voll ausgestattet, deswegen geht das natürlich alles ganz gut, also mit den Reparaturen, also es geht recht schnell. Also hier wird alles repariert, ein Heatsink ist kaputt, ist nicht so schlimm. Hier wird halt ersetzt. Und damit ist die Banshee auch wieder fertig. Es ist also nur der Heatsink kaputt gegangen. Dieser A-Mod gibt plus 10 Milli-Damage statt plus 60 wie der andere. Aber er wiegt halt nichts. Das ist natürlich geil. Für die Banshee wäre das schon geil mit dem anderen Ding noch da drin. Problem ist, 3 Tonnen müsste ich frei machen. Und da wäre die Frage, wie? Heatsink rausschmeißen? Ja, eine Tonne. Nee, wir lassen das erstmal so. Heben wir uns auf für irgendeinen anderen Mech mal oder so. Right. I'll get it this game. Banshee geht schnell, waren jetzt auch nicht so die fetten Schäden. Okay, er hat halt beide Beine verloren. Ja, ich habe keine Beine, kann nicht mehr gehen. Aber sonst ist da, meine ich, genau, nicht wirklich was kaputt gegangen. Heißt, einfach nur 2 Heatsinks wieder rein, Beine replaced. Und dann passt das, Junge. Wo sind die Heatsinks? Kann man auch hier wahrscheinlich einfach schneller. Ja, Show Heatsinks, genau. Machen wir wieder in die Beine. 1, 2, jetzt ist der wieder fresh. Was haben wir hier noch? Jump Jets? Nee. Upgrades. Haben wir vielleicht irgendein Upgrade, was nichts gibt und was ich einbauen kann? Zum Beispiel ein Gyro. Minus Stability Damage. Genau, es kostet nämlich nichts.
plus Hit Defense, plus 3 Hit Defense, kriegt er das. Das braucht 3 Plätze, das heißt, ich muss halt hier, das mag ich ja nicht, wenn das nicht, nicht gleichmäßig ist, dann machen wir das so und geben ihm das Büro. Graden den quasi so ein bisschen ab. Das ist eine komische Sprache. Graden den ab, Alter. Einfach mal Deutsch sprechen. Aber na gut. Confirm. 6 Tage. Ich meine, wenn man das dann alles zusammenrechnet, dann ist das natürlich einiges an Zeit, weil ich ja, also weil der das ja nacheinander alles macht. Der macht das ja nicht simultan. Aber gut. So, der hat schon ein bisschen mehr was mitgekriegt. Alles replacen und repairen. Schade, gutes Comm-System ist kaputt. Heatsink, MG-Ammo ist nicht so schlimm. Das ist alles nicht so schlimm. Legmod, eieiei. Also der hat schon ordentlich eingesteckt. Das heißt, den müssen wir jetzt erstmal wieder aufbauen. Okay. Nee, wir bleiben erstmal den Weapons. Packen erstmal wieder MGs da rein. Aber jetzt keine besonderen, sondern einfach nur so. Ist auch eine MG-Ammo rausgegangen. Hatte der Jo, hatte 2 Tonnen. Okay, dann kriegt er auch noch MG-Ammo. MG-Ammo packen wir dahin. Repair natürlich. So, ein Large Laser ist weg. Jump Jet ist weg. Okay, dann kriegt er erstmal noch ein Jump Jet wieder. Und da muss ja auch noch einer fehlen. Ein, genau. Beide Jump Jets. So, mit den Leg Mods muss ich gucken. Einen habe ich noch. Habe ich noch sowas über? Minus DFA Damage, minus 20 Self Damage. Ah ne, hier ist Plus Damage. Minus 10. Der da. So, einer war das hier. Ne, das war Plus Damage, den er verteilt. Okay, dann kriegt er den auch wieder. So. So, jetzt habe ich noch 6 Tonnen frei. Das müsste dann der Large Laser sein. Wahrscheinlich noch ein Heatsink. Ne, nicht Raketen, sondern Lasers. Large Laser, war der irgendwie besonders? Ne, könnte man ihm aber eigentlich mal gönnen, oder? Zum Beispiel hier mit Plus Damage. Plus Damage und Plus Accuracy. Okay, aber der hat gar nichts Besonderes, dann kriegt er das auch nicht. Aber dafür hat er das hier, naja. Achso, ich glaube, deswegen habe ich das mit den Waffen auch so gemacht, damit der, weil er eh immer reingeht, damit ihm nicht wirklich was passiert. Beziehungsweise, was heißt, nichts passiert. Also ihm wird immer was passieren, deswegen ist da nicht so schlimm, wenn die geilen Waffen weg sind. Okay, ein Heatsink noch. Dann ist er wieder so wie vorher und das Comm-System fehlt halt. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich irgendwas Adäquates habe, um das zu... Nee, das piept. Ob ich irgendwas habe, was das hier ersetzen kann. Büro, habe ich keinen Platz für. Boah, die könnte ich ja umverteilen. Ja klar, mache ich das doch. Kriegt er ein Büro. Auf jeden Fall. Plus 3 Hit Defense. Nice, kriegt er das. Und jetzt könnte ich trotzdem noch was ins Cockpit reinbauen, wenn ich denn... Ist Meat Damage auch Death from Above? Weil dann wäre das ja geil. Dann hätte ich nämlich jetzt hier Bonus dadurch und würde noch... Wobei vielleicht zählt... Also ich meine, es ist ja ein Melee-Angriff, aber ich glaube nicht, dass das dazu zählt. Nee, gebe ich dem nicht. Ich habe kein Cockpit-Zeug mehr, wenn ich das hier richtig sehe. Jump Jet Leg Mod, also so ein Rangefinder, ja, brauche ich aber nicht. Ne, okay, dann machen wir das einfach so. Sieht auch eigentlich gar nicht so schlecht aus und ist auf jeden Fall ein bisschen upgraded. Also er steckt jetzt etwas mehr ein als vorher und ja, haben die geilen Sachen hier ersetzt. Alles andere, ich verstehe nicht, warum da jetzt Heat Efficiency ein bisschen nach runtergegangen oder nach unten gegangen ist. Weil, achso, wahrscheinlich, weil das wirklich jetzt ausgehend von dem ohne den schweren Laser war. Dass er noch nicht ersetzt war oder so. Also anders kann ich es mir nicht erklären. So, und jetzt könnten wir die Max noch equippen. Das mache ich auch. Und dann werde ich für heute, glaube ich, mal aufhören, weil ich bin jetzt echt schon eine Zeit wieder dran. Fangen wir an mit dem Awesome. Weil super geil, Awesome sowieso und diese Variante auch. Deswegen müssen wir doch mal Awesome zusammenbauen.
So, der hat 5 Energie und 2 Raketenaufhängung und halt noch 3 für Auxiliary Weapons. Die braucht er eigentlich nicht. Wir werden auf jeden Fall mit den Raketen hier arbeiten. Also mal fett LSR rein. Vielleicht sogar, wir haben ja diese geile LSR-20 gerade gekriegt, oder? 2 Stability Damage plus Crit. Oder vertue ich mich da? Habe ich nicht eher... Ach ne, eine AK-20 war das, die so geil war. Naja. Man könnte überlegen, ob man dem tatsächlich LSR-20er gibt und dann aber keine Large Laser, aber eigentlich ist das doof. Ne, mach ich auch nicht. Ich gebe dem... Okay, und 15er habe ich keine vernünftigen, sondern nur so normale. Schade, dass der keinen dritten Raketenslot hätte. Dann hätte ich dem 3 LSR-10 gegeben. Das wäre geil. 2 10er und dafür PPKs könnte man machen. Jo, ich glaube, das mache ich. Haben wir 10er mit Plus Damage? Nur eine. Dann nehmen wir die hier mit Stability. Okay, kriegt er eine, 2. Dazu kriegt er 2 Tonnen Munition. Vielleicht kriegt er noch mehr Munition gleich, muss ich mal gucken, weil eigentlich müsste der genug Platz dafür haben. Und wenn das hier das Hauptwaffensystem ist, zusammen mit den PPKs, dann sollte der genug Munition immer dabei haben. Stability, hier haben wir Plus Damage. Jawohl, dann kriegt er 2 PPK mit Plus Damage. Braucht er natürlich jetzt einiges an Heatsinks. Panzerung ist eigentlich schon ganz cool. Also er kriegt auf jeden Fall Heat. Minus Stability Damage, auch nice, wenn er nämlich viel rumsteht. Die Heatbank mache ich, glaube ich, nicht. Oder vielleicht doch. Ich weiß noch nicht. Wiegt nur eine Tonne. Können wir mal im Hinterkopf behalten. Aber erstmal die Heatsinks. Erstmal bauen wir Heatsinks ein. So, dann kriegt noch mehr. Hier noch ein. Hier noch 2 mehr. Hier kriegt er noch. Okay, und jetzt wird es schon langsam knapp. Wir könnten eine halbe Tonne Munition, halbe Tonne Panzerung drauf machen. Das mache ich auch. Okay, jetzt sind wir schon über einer halben Tonne. Gut, dann kriegt er noch mehr Panzerung. Was ist denn hinten so krass gepanzert? Machen wir so. Und nehmen noch, einen Heatsink. Oder die Heatbank. Dann kann er insgesamt mehr Hitze erhalten. Heatbank, machen wir einfach mal. Habe ich, glaube ich, ich habe auch nur eine. Habe ich noch nie eingesetzt. Bekommt der hier mal eine Heatbank? Jetzt ist Heat Efficiency direkt total toll. Okay, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Ich meine, da oben sieht man es ja. Heat Sinking 63, Alpha Strike 90. Das heißt, wenn ich immer alle Waffen schieße, baue ich 30 Hitze auf und Shutdown ist erst bei 110. Allerdings hat man ja schon vorher Einschränkungen. Man bekommt ja schon interne Schäden davor. Allerdings sollte das hochgesetzt sein mit dem Ding. Ich bin gespannt. Wir machen das einfach mal so. 2 PPK, 2 LSR-10. Das ist jetzt erstmal so auf den ersten Blick nicht überragend für so einen fetten Mech. Aber wir haben hier quasi die fast Maximalpanzerung. Wir haben super Heat Dissipation. Also wir haben hier guten Hitzeabbau. Ja, nur 2 Tonnen LSR-Munition. Da bin ich nicht begeistert von, muss ich zugeben. Vielleicht sollten wir sogar einen Heatsink rausschmeißen und noch eine Tonne LSR-Muni nehmen. Ich glaube, das mache ich sogar. Einen raus und eine Tonne LSR-Munition. Ja, das mache ich auf jeden Fall, weil ich meine, für eine LSR-10 hält relativ lange. Ich weiß nicht mal, wie viel Schuss das sind. Wird das hier angezeigt? LRM, Ammo, eine Tonne. Tonnage 5, Slots, Value, was weiß ich. Nee, wird irgendwie nicht angezeigt. Aber es ist ja so, je höher die Waffe, also je fetter die LSR ist, also je größer die Lafette ist, desto weniger Schuss hat man pro Tonne. Macht ja irgendwie auch Sinn. Aber ich denke, mit den 3 Tonnen fahren wir erstmal ganz gut. Also wenn der schafft, die 3 Tonnen komplett rauszuballern, dann ist das schon nicht schlecht. Machen wir erstmal den Standard-Archer. Archer hat ja hier so einen Sonderbonus, der hat hier so ein Teil eingebaut, dass der Raketenbonus kriegt. Und zwar hier, Missilary Suit.
LRM Clustering und SRM Stability Damage. Das heißt, die LSR treffen etwas gezielter und streuen nicht so sehr und die KSR machen mehr Stabilitätsschaden. Das hier ist der Missile Boat, auch wenn noch nichts drin ist. Das ist der Standard Archer, der immer Hitzeprobleme hat. War es aber trotzdem, sind zwei LSR-20 halt geil. Problem ist, man wird nicht wirklich dazu kommen, immer die LSR-20 zu schießen, weil man einfach immer nicht immer das machen kann mit dem Hitzeproblem. Deswegen liegt es eigentlich immer nahe, die 15er einzubauen. Ne? Dass man zwei LSR-15 nimmt und dann noch ein bisschen anderen Kram und weiß ich nicht. Aber da es ja nun mal ein Archer ist, baue ich den, glaube ich, jetzt einfach mal mit zwei LSR-20. Habe ich zwei gleiche? Nee. Plus Stability, plus Crit. Okay, dann machen wir es so. Plus Stability, plus Crit. Er braucht auf jeden Fall mindestens 3, besser 4 Tonnen Munition. Ja, der kriegt 4 Tonnen Munition, wenn er sich vor allem auf diese Waffen hier verlassen soll. Dann bekommt der auf jeden Fall 2... Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Für 2 Tonnen mache ich minus 10%. Also ich gehe jetzt einfach mal nach der Anzeige hier. Heat Sinking 30. Ohne das Teil? Auch. Achso, Alpha Strike 36. Und... Machen wir den. Und hier ist jetzt ein Alpha Strike. Nur noch 30 Hitze. Das heißt, ich erspare mir 6 Hitze durch 3 Tonnen. Und ein Heatsink macht 3 Hitze mit einer Tonne. Das heißt, der Heatsink ist ja, weil da könnte ich für die gleiche Tonnage ja 3 Heatsinks nehmen, macht ja mehr Sinn. So, das heißt aber klar, je mehr Waffen ich habe, desto effektiver wird das Ding. Aber jetzt im Moment bei sowas hier noch nicht. Beim Highlander sollte man das vielleicht mal einbauen. Aber okay. Heißt, ich nehme normale Heatsinks. Ich denke, ich fahre ganz gut, wenn ich dem 2 Heatsinks, 2 Medium Laser gebe. Vielleicht. Weil so müsste ich jetzt eigentlich immer... Ja, also ich kann immer beide Waffen schießen und baue die Hitze komplett ab. Was ziemlich geil ist. Munition auch geil. Panzerung hat ein Archer sowieso genug. Jetzt könnte man aber trotzdem noch überlegen, weil normalerweise hat er gar keine Heatsinks und 4 Medium Laser. Und ich glaube, die 4 Tonnen hat er auch standardmäßig. Aber mit den 4 Medium Lasern, das ist immer doof. Kann er sowieso alles nicht schießen. Deswegen ist das mit den Heatsinks besser. Aber ich glaube, ich gebe ihm trotzdem 2 Medium Laser dazu. Einfach damit er noch so ein bisschen was Backup-mäßig hat. Mit Plus Damage, damit er trotz... Aber nee. Die Medium Laser sind nur für Fun, sag ich mal. Er kriegt sogar nur einen und dafür noch mehr Panzerung. Ich stehe da drauf, wenn die mehr Panzerung haben. Und ich meine, seine Hauptrolle ist ja stehen und LSR 20 schießen. Deswegen wird er auch genau das tun. Und dafür kriegt er ein bisschen mehr Panzerung, damit er das halt auch länger kann, ohne dass ich mir Gedanken machen muss. Also damit ich den einfach mal in so einem Wald oder irgendwas stehen lassen kann und einfach schießen, schießen, schießen. So. Ja, und natürlich, wenn ich so ein Teil stehen lasse, dann ist der immer gerne genommen als Ziel. Aber das ist dann so. So, der 2S ist eigentlich die super Variante, weil der nämlich genau die Schwächen, die der Archer hat, zumindest ein bisschen kompensiert. Die fetten 20er Werfer raus, dafür 15er rein und dann auch noch 2 KSF für Nahkampf. Den anderen Archer, den ich hier gebaut habe, der hat ja nur noch SRM, was auch super geil ist. Aber das ist natürlich dann blöd mit der Reichweite. Ne? Da meine Piloten alle inzwischen eigentlich auch unter Reichweite gut schießen können, macht es Sinn, mehr wie jetzt wieder mit SRM, mit LRM zu arbeiten. Ich werde aber mal gucken, was wir hier so bauen können. Der kriegt erstmal 2 LRM-10 mit 2 Tonnen Muni. Und dann wird er auf jeden Fall jetzt auch SRM kriegen, weil der einfach hier diese Suit hat. Also der ist perfekt für Raketen. Und er hat auch, na okay, 2 Aufhängungen nur noch. Das heißt, 2 KSR6 wären geil, aber scheiße, dass ich keine verbesserten habe. Aber hier, 2 solche verbessern. Okay, nehmen wir die 2 KSR4. Gefällt mir nicht so gut. 2 KSR6 wären besser. Dann nehmen wir 2 mal SRM-Ammo.
So, und jetzt haben wir noch Energieslots, 4 Stück. Jetzt könnte man dem einem überlegen, wenn ich dem jetzt noch 4 Medium-Laser gebe, wenn wir vorne und hinten nicht mit der Hitze hinkommen. Aber wenn ich dem 2 gebe und dann nur mal kurz gucken für die Hitze. Wenn ich dem 2 gebe und jetzt dieses Heat Dissipation Dings da nehme, hier Heat Exchanger, weil ich mache 60 Hitze mit dem Alpha Strike. So, und wenn ich jetzt das Ding habe, also minus, okay, mache ich noch 51. Das heißt, ich mache 9 Hitze weniger. Okay, das ist exakt der Wert von 3 Wärmetauschern. Das heißt, das würde sich jetzt auch so gerade noch nicht lohnen. Da kann ich auch einfach 3 Wärmetauscher nehmen, anstatt das. Vorteil ist hier, dass ich nur einen Slot belege, aber das ist ja, seht ihr ja hier im Moment eh egal. Ja, das Problem ist, also sobald ich jetzt einen Laser mehr quasi reinmachen würde, würde das Ding was bringen. Das Ding ist nur, wenn ich jetzt hier noch einen Laser reinpacke oder sogar 2, da habe ich noch 3 Tonnen über. Die könnte man noch in Heatsink stecken. Ah, ich glaube, das wird trotzdem hart hitzetechnisch, aber wir können es ja mal probieren. Gehen wir nochmal auf die Waffen. Hier haben wir einen verbesserten. Hier haben wir sogar welche mit plus 10. Das ist ganz cool. Dann packen wir die 2 nämlich in den Center. So, und die Heat Efficiency ist natürlich jetzt super scheiße. Da machen natürlich die Wärmetauscher jetzt auch nicht mehr so viel. Dann können wir noch so einen zweiten Exchanger einbauen vielleicht. Weil ich meine, ich habe ja hier noch mit minus 10%. 64. Und ohne das Ding 71. Das heißt, 6 Hitze macht der weg für 2 Tonnen. Das ist eigentlich doof, weil ja, kann ich auch einfach die Heatsinks nehmen. 71 mit dem Ding und 84 ohne das Ding. Okay, ja klar. Da bringt es natürlich schon ordentlich was. Weil ich krieg für 3 Tonnen 13 Hitze weg und mit Heatsinks nur 9. Also, da, okay, das macht natürlich Sinn bei so vielen Waffen. Also kriegt er das. Und zusätzlich jetzt noch normale Heatsinks. Problem ist, er könnte eigentlich eine Tonne LSR-Munition mehr vertragen. Wobei andersrum, der ist ja eher auf Nahkampf, sag ich mal. Deswegen, man könnte ihm auch noch einen Armod mitgeben, der nichts wiegt. Weil ich glaube, die kleineren hier, die wiegen nichts. Oder laber ich da gerade Blödsinn? Genau, der hier zum Beispiel nichts. Andersrum will man... Ja doch, das machen wir. Zack. Ne, ich gebe dem nicht die tollen plus 10er. Ich gebe dem hier die plus 5er. Zweimal. Und jetzt kriegt er noch die Zins. 1, 2, 3. So, und der Plan ist nämlich, also Heatsink 39, okay, der macht natürlich ordentlich Überhitze, wenn man mit allem schießt, aber das wird er ja nicht immer, denn man muss ja nicht immer alles schießen. Ja, natürlich wäre das geil, aber man könnte ja auch mal gucken, dass man, wenn man den nicht heiß machen will, lässt man zum Beispiel einfach, sagen wir mal, 2 Medium Laser weg, dann sieht das nämlich da schon ganz anders aus, dann hat man nicht viel Überhitze. Oder man schießt schön alles, heizt den ein bisschen auf, geht dabei natürlich ran und haut dann zu, weil man hat ja hier noch plus Mini-Damage. So ist der Plan. Finde ich ganz cool. Ich glaube, das ist super, das passt auch so. Ein Gyro wäre noch cool, kriege ich aber hier nicht rein, weil die beiden Medium-Laser im Center sein müssen. Also, das ist alles Quatsch. Ja, irgendwas hierfür wäre noch geil. View Distance ist nicht so wichtig. Jetzt gerade für ihn, aber ich nehme es trotzdem, glaube ich, mal mit. Weil, warum nicht? Und ich habe es immerhin. Und ja, Targeting-Computer wäre cool, aber die wiegen halt alle was. Das funktioniert nicht, also müsste ich irgendwas anderes rausschmeißen. Und ich sag mal, meine Piloten sind eher alle so gut, die brauchen das eigentlich nicht. Okay, gefällt mir ganz gut. Ich bin gespannt, wie gut das dann ist tatsächlich im Kampf. Aber das sieht schon mal nicht schlecht aus. Der Archer, also der andere, den ich schon habe, den ich schon ein paar Mal eingesetzt habe, den hier, das ist einfach das Ultra-Viech. Also mit den ganzen KSR, ich glaube, der hat 2 Vierer, 2 Sechser und noch Laser oder so. Also das ist schon richtig, richtig geil.
Aber gut, ich habe jetzt erstmal alles ausgerüstet. Ich werde das hier noch in eine vernünftige Reihenfolge bringen. Also die bleiben natürlich oben, dieser Archer auch. Eigentlich brauche ich den Firestarter und den Panther gar nicht mehr. Das ist egal, das werden die nächsten dann, die rausfliegen. Ich schiebe die mal weiter nach unten. Black Knight werde ich auch früher oder später, glaube ich, rausschmeißen. Der ist relativ anfällig. So, die Banshee kommt ganz nach oben mit ihren nur 2 Tagen. Ja, die brauchen alle relativ lange. Archer gehen so. Phoenix Hawk schiebe ich auch nach oben, weil es schnell geht. So. 1, 1, 1, 2, 2, 1. Wo war der andere? Hatte ich keine mehr. Ja, okay. So, das heißt, die sind alle oben. Highlander Marauder gehen schnell wieder klar. Der Archer auch. Der nächste Marauder, die Banshee. Phoenix Hawk nicht ganz so wichtig, aber geht schnell. Panther kann ganz nach unten. Den brauche ich nämlich eigentlich nicht. Das war ja nur für diesen einen Flashpoint. Und ich sage, die werde ich auch wieder rausschmeißen. Aber ich lasse mal als Work Order drin, weil ich sag mal, solange oder sollte es so sein, dass hier meine Leute nichts mehr zu tun haben, dann können sie Dinger ja fertig machen. Okay, so lasse ich das. Der Grasshopper braucht unheimlich lange. Dann schiebe ich den mal weiter nach unten, weil Pech. Ja, also das wird auf jeden Fall alles nicht fertig, bis wir beim nächsten Planeten sind. Denn hier ist, glaube ich, alles getan. Oder nee, oder wollte ich eine noch machen? Vom Ruf her. Das geht gegen die Kapellaner. Kann man auf jeden Fall machen, weil es mir ja egal. Eigentlich wäre es jetzt... Und das wäre auch machbar. Das heißt, man könnte sogar noch 2 Missionen hier machen. Das Ding ist nur, da müsste man einige Tage vorspringen. Weil man hat jetzt hier... Also, ich habe ja nicht wirklich mehr was einsatzbereit. 1, 2, 3... Wenn ich 6 Tage vorspringe, habe ich die 3 Mechs. Plus war noch, ich glaube, der Battlemaster war noch fresh. Ja. Habe ich die, hätte ich eine Lanze, die man einsetzen kann. Die ist zwar nicht traumhaft, aber ist nicht schlecht. Könnte man machen. Das heißt, okay, für eine Mission bleibe ich, glaube ich, auf jeden Fall noch auf dem Planeten. Ich hatte eigentlich gedacht, ich schließe das hier heute ab und mache dann jetzt hier noch die ganzen Mechs und springe zum nächsten. Ich werde es jetzt aber so machen, weil das Video geht, glaube ich, schon lang genug und ich bin auch ein bisschen im Sack, muss ich sagen. Wir werden trotzdem auf diesem Planeten bleiben. Ich werde diese 6 Tage vorspringen. Ich könnte auch den Warhammer anstelle vom 2. Archer nehmen, da brauche ich nur 3 Tage vorspringen. Vielleicht mache ich auch das. Ja, ich glaube, das ist sogar noch schlauer. Und dann, wenn man die 3 Tage vorgesprungen ist, könnte man hier einen von diesen beiden Contracts machen. Die sind nur 2,5. Das heißt, das ist einfach Battle und das auch. Okay, das müsste eigentlich relativ leicht und so straightforward sein. Das heißt, einfach reingehen, alles kaputt machen, bam, fertig. Keine komischen Sachen mit 100.000 Verstärkung und noch Basis und schnell und was weiß ich. Ich denke, das ist gut machbar. Das heißt, einmal die 3 Tage warten, Mission machen, keine großen Verluste kriegen oder Mech-Reparaturen notwendig haben und dann die 2. auch noch machen. Das wäre ideal und da dann hier danach hinfliegen. Aber alles nicht mehr in diesem Video, sondern ich denke beim nächsten Mal, wenn man jetzt hier auf die Stats guckt, sieht das als aus, als wären wir kaum vorangekommen, weil Tage nicht weit vor, Kohle sogar etwas weniger. Aber wir haben ein paar geile Missionen gemacht. Wir haben das, oder ich habe das höchste Rating jetzt für Mercenary Review Board. Und Mech-technisch haben wir noch ein bisschen was erbeutet und... okay, es sind einige Piloten out of action, sehe ich gerade. Vor allem jetzt, ich sage ja, diese letzte Mission hat ordentlich reingehauen. Aber ich müsste trotzdem noch genug Leute haben. 1, 2, 3, 4. Ja, Junge, überhaupt kein Problem. Ich habe trotzdem genug Leute, um einfach hier nochmal ein bisschen zu randalieren. Ja, deswegen, so wird es laufen. Ich denke, die Missionen sind trotz allem ganz gut gelaufen, auch wenn es ein bisschen aufs Maul gegeben hat bei der letzten. Aber ich denke, beim nächsten Mal geht es genau an der Stelle weiter und wir machen diesen Planeten dann aber endlich mal fertig und springen zum nächsten und machen diese Save the Prototype Mission, vor allem mit diesen 5 Sternen. Ich bin echt gespannt, was es da gibt und wie krass das dann wird. Da müssen auf jeden Fall mehr Mechs repariert sein, aber das kann man dann ja im Transit, also im Flug machen. Und deswegen würde ich sagen, für heute war es das erstmal. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Kommentiert, wenn ihr irgendwas Besonderes haben wollt. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, oh Alter, mach doch mal diesen Mech in der und der Variante oder so. Könnte man das auch angehen? Sofern ich die Teile habe und den Mech natürlich, würde ich das auch machen.
Ansonsten werde ich einfach gucken, dass ich hier weiterspiele, dass ich mehr Mechs sammle, vor allem die Fetten. Also zum einen würde ich gerne diesen neuen da ausprobieren. Es gibt ja irgend so, ich weiß nicht, wie heißt der, Razor Shark, Assault Shark, irgendwas mit Shark meine ich. Diesen super Fetten, der neue mit diesem Assault Pack gekommen ist. Und ich würde auch noch gerne den einen oder anderen geilen Mech haben. Also ich will unbedingt einen Stalker. Ich will natürlich einen Atlas. Annihilator fand ich scheiße. King Crab könnte man überlegen. Aber ne, Atlas auf jeden Fall und Stalker. Und ich bin auch gespannt, weil in diesem Heavy Metal Mech Pack dieser eine neue und ist gekommen. Und ja auch ein paar von denen, also Marauder und Warhammer und so. Auch der Archer meine ich. Die haben ja, die bringen ja alle irgendwas mit, also diese besonderen Suits, dass der eine hier, der macht, ist besser für Raketen, der Marauder hat das mit dem Minusschaden, der Warhammer, was weiß ich, macht auch irgendwas, mehr Resolve oder so, weil man damit so ein Lanzenführer ist und so. Finde ich ganz cool. Da bin ich einfach gespannt, was noch kommt. Ein Raven will ich auch unbedingt haben, kriege ich aber irgendwie nicht, also kann ich nicht erbeuten, keine Ahnung, ich will unbedingt einen Raven. Und naja, mal gucken, ob wir irgendwie an sowas rankommen in den nächsten Missionen, das ist auf jeden Fall so die Idee für diese weiteren Let's Plays. Also, wer bis hierhin durchgehalten hat, nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!